Karte mit dir. Der Christoph wird uns sagen, warum. Ja? Der Christoph spricht über Interaktion in sozialen Systemen und er spricht über Sparung Intelligenz und Sparung Dummheit. Auch, nicht wahr? Ich schalte jetzt die Folie um, bitte dich auf die Bühne. Herzlich willkommen, Christoph Fabianek. Viel Spaß bei diesem letzten Talk. Hallo, schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Es ist schon sehr spät, wir brauchen einen langen Gast gehabt. Ich werde ein bisschen was heute auch verlangen. Ich hoffe, ihr habt Interesse daran. Es geht heute um das Thema Crowd Intelligence. Wir haben schon den Vortrag gehört, also ich habe die Idee errettet. Ich glaube, das funktioniert sehr gut, weil Gruppen extrem effizient funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn man so herumschaut, sieht man auch oft Gruppen, die nicht so gut funktionieren, spricht man dann, der gute Typ nennt es die schwache Dummheit. Und ein Vortrag geht eigentlich darum, wann passiert das eine, wann passiert das andere. Das kann man eigentlich mathematisch sehr gut fassen und das würde ich euch gerne in den nächsten 20 Minuten zählen. Die Sache ist, der Vortrag ist ausgelegt für 1,5 Stunden. Ich habe jetzt gekürzt 40 Minuten und ich werde es in 20 Minuten machen. Mein Ansatz ist, ich habe entweder Geschichte zu jedem der Punkte oder Theorien. Und ich werde auch immer so springen und erzähle jeweils irgendwas so die Key Facts. Wenn ihr Interesse habt, sprecht es mich an, erzählt dann gerne in der Pause danach noch mehr. Kurz, über mich, was ich schon vorstelle, zuerst war ich bei Siemens, dann bin ich zu Frequentis gekommen, in den letzten 10 Jahren. Ich habe Mathematik und Wirtschaft studiert und privat mit verheiratet, drei Kinder, Essen gern zu tun. Und jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte, fühle ich mir das Glas wieder an. Deswegen sage ich mir, Papa, wann magst du wieder? Wir werden, wenn Sie schon darauf einstellen, möglichst die Gruppe vermessen und im Zuge des Vortrags wird euch fragen, wie viele Zucker sind in diesem Glas drin? Kommen wir dann dazu und vielleicht sollte ich mir zuerst anbieten, was ich jetzt zu erzählen habe. Das, was ich erzähle, man darf kein Produkt Werbung machen oder was ist Open Source. Daher sage ich es, es steht auch noch ein Publikator drauf, braucht, wenn sich Crowdfunding ist noch nicht. Das kann jeder selbst verwenden. Wir das verwenden, sehen Sie auch während des Vortrags und dann gibt es noch, um wir die Intelligenz einfach. Das ist im Prinzip die Basis, wo wir sagen, also dass man das mit Gruppen arbeitet, jetzt sehr wieder Privatsphäre, dass es wirklich bei jedem selbst bleibt. Wie legen wir das Ganze an? Drei große Themen. Das erste ist, warum soll ich überhaupt eine Gruppe befragen? Soweit ich jetzt viele Jahre funktioniert, dass ich immer einen Chef gehabt habe. Haben wir schon gehört, das ist nicht immer ganz gut, aber ich habe einen Chef gehabt, der hat das entschieden. Warum sollte ich überhaupt mehr Leute fragen? Der zweite Punkt ist dann, wenn ich das mache, warum geht es so schief, wenn ich viele Leute frage? Haben wir das dann geklärt haben? Bei Schwarmintelligenz kann man sehr gut Mindestanforderungen festlegen. Da gibt es 4 Anforderungen, die ich auf jeden Fall durchgehen möchte mit euch. Und dann das Wichtigste für mich ist eigentlich, wenn ich so etwas wie Schwarmintelligenz verwenden möchte, wie stelle ich die richtige Frage? Das ist, glaube ich, auch der größte Punkt. Dann machen wir die Demo, nehmen wir das Abschätzen von Zucker da drinnen und zum Schluss gibt es noch Praxisbeispiele, schauen wir uns die ausgehen werden. Das erste ist, bei Schwarmintelligenz, welche Strategien habe ich eigentlich, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe? Es geht jetzt nicht darum, dass ich Mittagessen oder was Entscheidungsessig, sondern das ist eine schwierige strategische Entscheidung und was mache ich? 5 Strategien, sagt der Dr. Peter Kruse. Und das erste ist Try and Error. Unsere Kinder machen es, funktioniert super, ist eine der effizientesten Strategien, die trauen uns nur leider nicht mehr in unserem Unternehmensumfeld. Sehr schade. Zweite, sehr populäre Strategie ist, wird schon nicht mitreffen, steckt mit dem Kopf ins Sand, warten, ob es sich einfach selbst auflöst. Heute ebenfalls jeder Redner von, naja, ich habe meine Daten, die schwimmen in den Daten mehr, sammeln wir alle unsere Daten und treffen eine rationale Entscheidung. Normalerweise haben wir nicht alle Daten zur Verfügung und wir haben nicht die Zeit und Ressourcen, das alles aufzuwerten. Daher vor allem die 4. Strategie, die simplifizieren. Wir sagen dann aus den 20 Dimensionen, die wir zur Verfügung haben, nehmen wir, wie teuer ist es, wie schnell wir es liefern. Das Problem ist, ich lande in einem lokalen Optimum, wenn ich so Strategien treffe. Und ich werde sicher nicht die beste Entscheidung treffen. Und die 5. Strategie ist immer Bauchgefühl. Im Prinzip, wir haben alle schon einmal gearbeitet, wir haben auch was erlebt in unserem Leben, da kommen wir schon drauf eigentlich, oder habe ich meistens ein Gefühl, warum wir das machen. Allerdings, und das ist ja leider jetzt auch so, die Wirtschaft entwickelt sich immer schneller, die ganzen Abhängigkeiten sind größer. Das, was so in den 80er und 90er Jahren funktioniert hat, wenn ich jetzt ein Unternehmenschef bin, stimmt jetzt vielleicht nicht mehr. Und das Problem ist jetzt dann, das heißt, wenn jemand eine Entscheidung trifft, muss man anschauen, wann hat man eigentlich gelernt, dass ich diese Entscheidung treffen kann. Und das ist möglicherweise falsch, was er damals gelernt hat. Und daher das Beste, was man heute kennt, jetzt von Strategie 5.1, die
kollektive Intuition. Wenn ich jetzt ein paar Leute zusammennehme und sage, wie würden wir entscheiden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, detailliert werden wir später sagen, wie groß sie ist, dass ich die Fehler aufhebe, wenn einer irgendwie das falsch gelernt hat vor 20 Jahren und da kommt wirklich das Richtige raus. Daher, also simpel als Grundkraft, es gibt immer so zum Schluss von jeder Gruppe so eine Quintessenz, habe ich es genannt. Und die Aussage ist eigentlich, wenn ich nur genug Leute frage oder bitte ein Ereignis vorherzusagen, ist der Durchschnitt dieser Vorhersagen üblicherweise genau der, als man jetzt einen Experten in dieser Gruppe fragt. Darum länger hat es jetzt wahrscheinlich damit. Was ist genug Personen und was heißt üblicherweise? Genug Personen ist interessanterweise 20. Fragt 20 Leute und dann ist das Ergebnis wirklich gut. Drunter ist schlecht. Drüber ist es wirklich schon signifikant. Wobei, Vorsicht, ihr habt ja Österreich Wahl, also man ist nicht nur 15% daneben liegen. Aber trotzdem, selbst in der Betriebswirtschaft und ganzen Unternehmen, waren das 10% in den ein Jahr, wo ich prognostiziert, ist eigentlich schon gut. Also 20 Personen, üblicherweise genauer, wir schauen uns jetzt da an, was heißt üblicherweise, was muss man erfolgen. Und zwar, nächster Punkt, was geht dabei normalerweise schief oder was geht oft schief? Wir haben jetzt alle diese positiven Beispiele, also wir haben Wikipedia, Reddit, Linux. Das sind wirklich tolle Sachen, die im Prinzip Gruppen hervorgebracht haben. Und dann schaut man sich an, manche Firmen, sinnlose Meetings, man streitet so lange, dass man Kompromiss hat, mit denen eigentlich jeder total unglücklich ist, man liefert Sachen an Kunden, die wirklich nicht gut sind. Wie kommt das Ganze zusammen? Da hat der Gunter Dünner so ein Buch geschrieben, letztes Jahr, in Schwarm Dummheit. Und er hat das im Prinzip auf vier gefährliche Situationen zurückgeführt, die im Teams herrschen. Erstens einmal, wenn ich ein Team unter Druck fahre. Es ist jetzt an sich nichts Schlechtes, wenn ich jetzt Druck ausübe, wenn ich aber sage, okay, in 3 Monaten eine Deadline, bitte Leute, die besetzen uns jetzt Team und arbeiten 10 Stunden am Tag. Kann sein manchmal. Ich darf nicht erwarten, dass dieses Team dann irgendwie intelligent arbeitet. Die machen die neue Arbeit, aber es wird nicht so etwas wie Spannungsintelligenz entstehen. Ebenfalls, wenn ich kurzfristige Ziele habe, wenn ich dort immer hin und her springe, die Leute werden es möglicherweise machen, es wird Opportunisten geben, die das Ganze ausnutzen und so weiter, aber es wird definitiv nicht Schwarmintelligenz entstehen. Ebenfalls, wenn ich immer wieder das Gleiche mache, wenn ich sage, okay, wir wollen unbedingt, da muss unsere Lust gesteigert werden, um jeden Preis, wir müssen unbedingt irgendwie das Quartal irgendeiner Zahl erreichen, auch das zielt jegliche Form von Kreativität. Und dann natürlich der Klassiker ist schlechte Kommunikation. Ich würde sagen, sollte man sich merken, wenn die passen, schaut es gut aus, da habe ich dann ein paar Warnsignale zusammengeschrieben. Interessant für mich ist vor allem diese Eleganzkurve. Wenn man sich jetzt sich anschaut und irgendeine Lösung für etwas, die Frage in dieser Eleganzgrafik auch, wie komplex ist die Lösung und wie elegant ist sie, gibt es eine gewisse Häufung entlang dieser schon aus wie eine Glockenkurve. Dort liegen oft die Lösungen dem an. Es gibt die, die einfach dumm einfach sind. Man muss nächsten Tag was abliefern und man schaut gerade, dass man es irgendwie abgibt. Dann gibt es die, die sich vielleicht 2, 3 Tage aus dem hinsetzen haben, es ist gut genug. Dann gibt es die, die zwar lang sitzen, aber es ist total umständlich. Und dann eigentlich irgendwo dahinter, auf der rechten Seite, diese genial einfachen Sachen, wo man sagt, hey, das ist eigentlich das, was die Lösung sein sollte. Und im Prinzip, wenn man sich jetzt einmal Firma umschaut und sagt, okay, was produzieren die eigentlich? Sind das die genial einfachen Sachen, die smarten Sachen? Oder ist es, naja, es ist gut genug, sie haben irgendwie den Vertrag erfüllt. Und desto weiter man links ist, desto mehr sollte man eigentlich Warnsignale sehen und sieht, dass es dort wahrscheinlich keine Glaubenstellen gibt. Gut, wichtig, was wir mitnehmen, nur gesundes Team-Setup erzeugt Schwarmintelligenz. So, Mindestanforderungen. Da wird jetzt eine Geschichte erzählt aus der Literatur von Schwarmintelligenz. Eine der kurzen ist Challenger-Katastrophe 1986, da kann sich wahrscheinlich jeder daran erinnern, bis die Challenger zerrissen hat. Und weil dann, sage ich, 9 Monate die Untersuchungskommission, wie ist passiert, und da erinnert sich vielleicht, das waren Dichtungsringe, die irgendwie, weil es so kalt war, damals im Jänner, die sind dann irgendwie porös geworden, das Ding hat zerrissen. Interessanterweise, eine Viertelstunde nachdem die Challenger zerrissen hat, waren natürlich die Nachrichten voll von den amerikanischen Aktienmärkten, also beziehungsweise an der Börse. Und noch einmal eine Viertelstunde später sind 4 Aktienkurse total abgestürzt. 3 haben sie dann wieder davon, das ist der Zulieferer, das war Boeing und so weiter. Nur eine Firma ist ins Bodenlose gestürzt und hat sie im Prinzip vom Markt bringen müssen. Das war genau die Firma, die dann 9 Monate später, wo es draufgekommen sind, die waren es. Es ist sehr genau untersucht worden, ob irgendwelche Insider-Trading und so weiter war. Aber was tatsächlich war, ist, es
hat aber so etwas wie Schwachintelligenz gegeben. Die Anleger haben gespürt, okay, da ist ein Problem, ich ziehe mich eher zurück. Und bestes Beispiel dafür, hey, da hat was nicht funktioniert. Und wenn man sich das jetzt zum Beispiel anschaut, da gibt es vier Charakteristika, die würde ich ganz kurz durchgehen. Das erste ist Meinungsvielfalt, das ist der wichtigste überhaupt. Wenn ihr eine Monokultur habt, gibt es keine Schwarmintelligenz. Das heißt, wichtig ist, die Teilnehmer brauchen unterschiedliche Informationsquellen, die können auch durchaus exzentrisch interpretiert werden, aber es muss eine ganz breite Bandbreite sein. Unabhängig, es kann nicht sein, dass irgendwie das Alpha-Tier aufsteht und sagt, so dorthin gehen wir, da werden 5 Leute dabei sitzen und sagen, naja gut, was kann reden, irgendwas anderes passiert und so, aber die Leute müssen wirklich unabhängig voneinander die Chance haben, dass sie sich eine Meinung bilden und diese Meinung auch sagen. Dezentralisierung, ganz eine wichtige Geschichte. Man muss auf Spezialwissen, Inside-Informationen zurückgreifen können, beziehungsweise ist auch sehr wichtig, wo man das Einsatz macht im Unternehmen. Es sollte nicht eine Abteilung sein. Wenn man zu lange immer in der gleichen Suppe kocht, werden auch die gleichen Sachen immer wieder rauskommen. Das heißt, wenn man solche Vorhersagen macht, ist es super, dass man ein paar Juristen dabei sind, Entwickler, von der Doktorabteilung, von Sales. Fasse unterschiedliche Leute zusammen, die jetzt irgendwie dezentral zusammenhängen, und die sollten etwas vorhersagen. Und dann natürlich die Kommunikation, es muss die Möglichkeit geben, dass ihm jeder unabhängig seine Stimme sagt und dann ein gemeinsames Ergebnis darauf abgeleitet wird. Wichtig, Quintessenz Nummer 3, Moment, die Mindestanforderungen, die ich sehe für Schwarmintelligenz, erstens Meinungsvielfalt und Unabhängigkeit. Die zwei Sachen sind wichtig. So, wir sind schon beim vierten Teil von der Theorie-Reihe. Und zwar, gute Fragen. Ich hoffe, ich rede nicht zu viel, es ist ja jeder dabei, aber die meisten reden, das ist okay. Die richtige Frage, noch ein Punkt, klar. Noch eine Geschichte erzählen. Zweiter Weltkrieg. Die Briten schicken ihre Flugzeuge nach Nazi-Deutschland, um dort zu bombardieren, und die Nazis schießen es ab. Und zwar sehr viele Flugzeuge schießen es ab. Mehr als eigentlich abschießen sollten. Und der General hat gesagt, das passt irgendwie nicht. Warum schießen die Flugzeuge von uns ab? Und hat aber Statistik oder Mathematiker zusammengefangen und gesagt, das ist so, überlegt sich das. Wir müssen unsere Flugzeuge besser panzern und damit auch die Deutschen unsere Flugzeuge abschießen und dass mehr zurückkommen. Ja, die haben das genau vermessen, wo sind die Einschusslöcher und haben genau dort, wo die meisten Einschusslöcher sind, die Flugzeuge gepanzert und die sind auch geflogen und sind genauso viel abgeschossen worden. Hat überhaupt nichts gebraucht. Einschusslöcher, oder? Das Problem dabei war, dass die falsche Frage gestellt. Man hat gefragt von den Flugzeugen, die zurückkommen, wo sind die meisten Einschusslöcher? Dort sind die Daten noch nach oben. Was man eigentlich müsste, ist von den Flugzeugen, die nicht zurückkommen, wo die Einschusslöcher sind. Und dann ist der Abraham Wolf gekommen, ein sehr hochgenialer Statistiker, und der hat gesagt, Leute, wir müssen vermessen auf den Flugzeugen, wo die zurückkommen, wo keine Einschusslöcher sind. Weil die wären dort Einschusslöcher, weil sie nicht zurückkommen auf das Flugzeug. Und dann haben sie an den anderen Stellen gepanzert und plötzlich ist da, die Anzahl der gepanzten Flugzeuge, die zurückgekommen sind, ist viel höher gewesen und auch Leute haben einfach das tun des politischen Bomberpiloten überlegen. Aber ganz was Wichtiges, wenn Sie dann solche Vorhersagen macht, nachdenken, was ist die richtige Frage? Ich habe da ein paar Sachen zusammengestellt, was sind gute Eigenschaften solcher Fragen? Erstens habe ich jetzt keine linearen Fragen, wenn Sie irgendwas für die Zukunft vorhersagen wollen. Es langweilt die Leute auch nur. Es muss relevant sein für die Teilnehmer, Bedeutung und Konsequenzen ist klar, also warum mache ich das Ganze? Und aus dem Coaching her kennen Sie vielleicht den Spruch, wo es schmerzt, geht es lang. Also wenn eigentlich eh alles gut geht, wenn es gute Verkäufe hat, soll es eigentlich nicht aussehen, so wie wird dann irgendwie das Ergebnis sein. Sondern vielleicht habt ihr Probleme mit der Qualität, vielleicht ist es irgendwie die Stimmung bei den Mitarbeitern. Genau dort müsst ihr fragen. Es ist ja unangenehm, möglicherweise die Antworten bekommen, aber legt den Finger wirklich in die Wunden. Jetzt kommt eine Lieblingsfolie, über die Mathematik spreche ich sehr gerne und auch da habe ich jetzt zumindest die kurze Version drüber sprechen. Seit 10 oder 15 Jahren hat Scott Page diesen Zusammenhang festgestellt vom Diversity Prediction Theorem, das sagt folgendes. Wenn wir jetzt gleich gemeinsam eine Abschätzung machen, wie viele Zucker da drinnen sind, wird diese Gruppe einen gewissen Fehler machen. Ihr sagt, da sind x Zucker drinnen und tatsächlich ist es y, die Differenz ist der Gruppenfehler. Der Gruppenfehler setzt zusammen aus zwei Termen. Erstens der durchschnittliche Fehler, also der Fehler, den jeder einzelne von euch macht, Durchschnitt, minus der Varianz, also die Vielfalt. Wenn wir uns das jetzt da anschauen, seht ihr da in den Termen ein Tether drin, das ist ein tatsächliches Ergebnis, das ist wie viel Zucker da drin sind. Das ist im Gruppenfehler drin und das ist im durchschnittlichen Fehler drin. Das ist aber nicht in der Vielfalt.
jetzt muss ich wieder aussehen, was ich jetzt alles gesagt habe. Und zwar, wenn ich jetzt ein gutes Team-Setup habe, wenn ich jetzt alles berücksichtige für Schwarmintelligenz, ist der Gruppenfehler gering. Wir wissen aber, wir Menschen irren, wir machen völlig falsche Sachen. Das heißt, der durchschnittliche Fehler wird groß sein. Damit etwas Kleines ist gleich etwas Großes hat, muss der zweite die Vielfalt auch groß sein. Nur was Großes minus was Großen wird was Kleines sein. Das heißt, wenn ich jetzt diese Umfrage mache und ich sehe, die Vielfalt ist klein, ich sage es alle ziemlich das Gleiche, wird das Ergebnis wahrscheinlich falsch sein. Das heißt, ihr seid biased. Das heißt, ihr könnt, was ihr so Predictions macht, wie werden die Quartalsergebnisse sein? Ihr fragt es in der Firma und ihr seht, das haben alle ziemlich das Gleiche, weil wir den Report vorher gelesen haben und da drüber nachdenken, dann können Sie das Ergebnis wegschmeißen. Erst dann, wenn Sie sehen, das ist ein sehr breit gestreut, habt ihr eine Indikation, dass das wahrscheinlich ein gutes Ergebnis ist. Also das ist was eigentlich was sehr, sehr Wichtiges, wenn ich solche Umfragen mache, schaut sich die Vielfalt an, die Variabilität oder Varianz zu diskutieren. Weitere wichtige Sache ist der Priorscore, bitte einfach mal. 5 Minuten, dann muss ich ein bisschen über den Priorscore sprechen. Sehr interessante Geschichte. Die Amerikaner geben jedes Jahr 55 Milliarden Dollar aus, um Sachen vorherzusagen. Die leisten sich 17 Geheimdienste, NSA, CIA, FBI und so weiter, und sagen Sachen voraus. Und dann hat jetzt ein Professor gefragt, 2013 war das, naja, was ist, wenn man genau diese Sachen, die man die Geheimdienste fragen, die normalen Leute aus der Welt fragen? Also da waren jetzt die Classified-Geschichten dabei, aber das, was ich auch noch in den Nachrichten herauslesen kann. Und sie sind draufgekommen, die Qualität der Vorhersagen ist exakt gleich. Also, die wir haben, oder? Die fragen einfach die Leute, 4000 Teilnehmer, die waren einfach ein schönes Ergebnis, ist sehr gut. Allerdings, was sie dann draufgekommen sind, sind die 4000 Leute anschauen, dann gibt es den Priorscore. Der Priorscore bewertet die Qualität meiner eigenen Vorhersage. Und das heißt, sie zusammen aus zwei Teilen. Das eine ist die Kalibrierung, ob ich jetzt oberkonfident oder underkonfident bin. Bestes Beispiel ist Wettervorhersage, wo ich immer sage, es wird schön werden und es regnet, bin ich oberkonfident. Und ich sage, boah, es wird regnen, es wird schlecht sein, es wird kalt sein. Und eigentlich ist es eh ganz gut, bin ich underkonfident. Das ist das obere. Das ist ein Teil vom Priorscore. Und das zweite ist, ihr kennt es wahrscheinlich aus den Wetterberichten, morgen regnet es zu 70%. Morgen regnet es zu 68%. Hilft eigentlich nicht viel. Und zwar, das ist die Decisiveness, die Entschiedenheit, mit der ich etwas sage. Das heißt, wenn ich mich immer auf der sicheren Seite in der Mitte aufhalte, ist meine Qualität des Priorscore eher gering. Wenn ich aber sage, zu 99% oder zu 95% passiert das, und das passiert dann auch wirklich, habe ich einen sehr hohen Entschiedenheitswert. Das ist der Priorscore. Und das Interessante war, wenn man die Gruppe anschaut, die in diesem Experiment die 4000 Leute teilgenommen hat, die den Priorscore berechnet, also hat die genommen, die an sehr, sehr niedrigen Priorscores, das ist von sehr, sehr guten Vorhersagen gewesen sind, und man hat das Projekt ist über 4 Jahre gelaufen, waren die dreimal so genau wie die Geheimdienste und sie haben dreimal so weit in die Zukunft gehen können. Das heißt, wenn ich jetzt der Firmenchef bin, wenn ich jetzt sowas einsetzen möchte, sollte ich mir sehr genau anschauen in meiner Gruppe, die jetzt Vorhersagen machen. Ja, ich brauche eine große Vielfalt, aber ich sollte mir auch anschauen, was sind die Leute, die gut sind. Die können eigentlich extrem weit in die Zukunft schauen und reproduzierbar. Also man hat gesehen, die werden sogar besser über die 4 Jahre hinweg. Das war nicht einfach nur ein One-Bit-Wander, dass sie von einem Jahr geschafft haben, sondern sie waren wirklich kontinuierlich besser. Sie haben kontinuierlich bessere Abschätzungen gemacht. Das Interessante dabei war, welche Eigenschaften haben solche Leute, die so einen tollen Priorscore haben. Erstens, sie sind alt, über 50, 55 Jahre. Sie haben einen technischen Hintergrund und sind links und rechts fest und ändern oft ihre Meinung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas in der Zukunft vorhersage, sage ich, oh ja, 65% wird es passieren. Allerdings eine Woche später schauen sie wieder die Daten an und sagen, oh, ich gehe jetzt auf 70%. Das heißt, eine Entscheidung oder Leute, die gute Vorhersagen treffen, sind die, die sich oft mit den Daten auseinandersetzen, viel Erfahrung haben, technischen Hintergrund und sich dann schrittweise annähern. Die Leute, die sagen, das wird die Richtung sein, das merke ich sehr gerne, das sind von unseren Politikern, die sagen, das machen wir, ist eine sehr schlechte Strategie. War ein riesiges Projekt, gibt es Bücher drüber oder so, aber es liegt bewiesen vor. Über die Genauigkeit der Ergebnisse, das springe ich mal ein bisschen drüber, das ist mal etwas Wichtiges, die Bedeutung von Algorithmen, wenn ich selbst ein Mathematiker bin. Ich höre dann immer, naja, jetzt haben wir da diese Daten, jetzt haben wir in unserer Abteilung diese Sachen gesagt, kann man da nicht noch irgendwas auslesen, gibt es da nicht irgendwie einen total coolen neuen Algorithmus? Ganz was Wichtiges. Einfache Modelle, Durchschnitt bilden, Median bilden, das sind einfache Modelle.
sind fast so gut wie die komplexesten Sachen. Es hat da eine Studie gegeben, 90% der Performance erreichen solche einfachen Modelle bereits. Und warum ich auch gerne so einfache Modelle habe, man kann sie leicht interpretieren, man kann sie extrem schnell einführen, solche Sachen, man kann sie sofort einsetzen. Also es hilft uns nichts, das ist irgendwie die Quintessenz von dem Teil da. Es hilft jetzt kein Rockstar Data Scientist und irgendwelchen ausgefallenen Algorithmus. Und wenn ich sinnvolle Ergebnisse will, gute Fragen stellen und einfach auswerten. Das ist jetzt irgendwie so vom zweiten Teil. Die Quintessenz, bitte das mitnehmen. Jetzt machen wir Demo. Ich würde gerne von euch wissen, wie viele Zugangsanwendungen. Ihr braucht ein Smartphone, idealerweise das auf einen Browser zugreifen kann, und ihr solltet so dieses Kappa haben. Da ist ein QR-Code drauf, NFC-Tag, wenn ihr ein Android-Handy habt, oder ihr geht einfach auf die Webseite crowdsensors.net/broadcast. Schaut euch das an. Wer möchte schon ein bisschen interaktiv als Nutzer, schaut euch mal an. Ja, das ist schon mal verstanden. Ja, schaut es an. Und auf der Webseite, die dann erscheint, gebt sogar die Zahlen ein, die ihr glaubt, dass da Zucker drinnen sind. Ich würde sagen, ich lasse die Leute noch bis die nächsten 3-4 Minuten. Falls wer schon eine Frage hat währenddessen, dann schaut es alle angestrengt auf die. So wie du bin ich auch eine beste Anhänger von Schwarmtheorie. Allerdings haben wir zwei große Rückschläge in den letzten Jahren gehabt, interessanterweise vom gleichen Land. Okay. Ich glaube, du weißt vom gleichen Land. Okay. Britische Wahl letzten Mai und Brexit. Ja. Hast du gegebenenfalls Theorie, warum das war in Großbritannien, ist es ein Zufall, warum war das wirklich so etwas von einer Überraschung? Ich rede nicht mal über die US-Wahlkampf, weil da haben wir mehrere Leute. Also das, was ich zuerst gesagt habe, mit so Crowd Intelligence kommst du nur auf 10%, 15% Genauigkeit hin. Die Leute haben gegambelt und das ist so ausgegangen. Das hätte auch anders ausgehen können. Weißt du, was war Brexit? 51,8%. Das ist wirklich eine Schreckensbreite drin. Ich glaube, hätten sie ein paar Wochen vorher gefragt und es wäre dann irgendwas anderes Wetter gewesen, ich hätte es nicht anders ausgegangen. Also um ehrlich zu sein, bei so demokratischen Entscheidungen, und ich sehe es bei allen Wahlen, auch jetzt bei Präsidentenwahlen oder so, für mich ist das sehr viel Zufall dabei. Ich habe meine Theorie, aber ich okay. Ja, also zumindest von der Schwarmintelligenz her, können wir es... Dazu möchte ich kurz sagen, ich bin aus der Schweiz. Wir leben die basisdemokratische Schwarmintelligenz eigentlich schon seit 1291. Ja. Quasi gestern. Ja, quasi gestern. Und es funktioniert. Also, es ist nur, was in der Schweiz einfach wichtig ist, ist, dass man die Leute informiert. Und zwar neutral, nicht blau oder grün oder rot oder schwarz angehaucht, sondern einfach neutral informiert in einem abgeschlossenen Rahmen, der nichts mit Politik zu tun hat und danach eigenständige Entscheidungen. Und dann kommen einfach die besten Entscheidungen. Das sind genau die vier Mindestanforderungen. Meinungsfreiheit und Unabhängigkeit, wenn man das nicht ausdrücken kann. Also. Aber ja, das ist es. Ich glaube auch, es muss eine gewisse Reife da sein. Und ich glaube, es war einfach viel zu viele Emotionen in Großbritannien, wozu es mir geführt hat. Und es war einfach, ja, ich glaube, es war auch zu viel. Aber ja. Und zwar, ja, die Beispiele, die Veranschlagung liegen ja sehr gut auf quantitative Ebene. Gibt es irgendwas, was man direkt umlegen kann oder deine Tipps für, wenn es jetzt darum geht, Ideen oder vage Probleme erst zu lösen? Was ich Crowd Intelligence funktioniert extrem gut bei kontinuierlichen Werten. Wenn ich sage, okay, wie viele Zucker sind da drin? Wie viel Umsatz werden wir im nächsten Quartal machen? Wie viele Fehler werden in unserem Produkt in den ersten 3 Monaten vom Kunden zurückgemeldet? Das funktioniert extrem gut. Wenn ihr jetzt aber konkrete Sachen sagt, sollen wir ja oder nein sagen, ist das extrem schlecht. Funktioniert überhaupt nicht, also auch dieses Diversity Prediction Theory und so weiter, alle diese Methoden funktionieren dort nicht. Und wie schaut es aus mit offenen Fragestellungen? Ja, schlecht. Also, es ist definitiv, deswegen auch, wenn man mit Leuten so redet, ihr braucht so Teilungen mindestens
20 Leute, es müssen mehrere Abteilungen teilnehmen. Das ist kein Silver Bullet. Man sollte dem Ding jetzt auch etwas anrichten, was es nicht kann. Deswegen haben wir sehr viel Zeit darauf verwendet, was muss man an Mindestanforderungen, wie geht es schief? Es geht aber oft genug schief. Und dann sagen die Leute, nein, wir brauchen wieder unsere starren Hierarchien und das hilft eh überhaupt nichts, wenn ich die Leute frage. Man muss im richtigen Setting machen, das ist leider so. Gut, aber auf also, jeder hat abgestimmt. War vielleicht der Gewinner. Ja, super. Aber auch der Gewinner. Schauen wir mal. Ich habe ein Skript gemacht und tausendmal gerotet. So, okay. Ah, okay. Also, Sprachlösung 441. Nein. 43 sind die ersten, 441 sind jene. So, das ist jetzt das Boxplot. Das Histogramm. Das Boxplot, das ich sehr gerne habe. Kennt ihr vielleicht? In der blauen Linie sind 50% der Ergebnisse, dann die stilierten Linie grob geschlagen sind 95% der Ergebnisse, dann haben wir Ausreißer 1500 und das sind 800 Ergebnisse. Sehr gut, der Durchschnitt und der Median, da können wir, da gibt es da, muss man, wenn man Ergebnis 449 eingeht, damit man die grüne Linie sieht. No? Okay. Ist nahe dran. Also die Crowd Prediction war 418 und der Crowd Fehler damit 22,6 seit sie daneben gelegen, ist gar nicht einmal so schlecht. Also das ist das, wo ich gesagt habe, so 10% oder was, 10-15% im Ergebnis, dann erst 20. Das hat die Crowd gesagt, das ist eure Qualität, mit der ihr Zugang raus sein könnt. Ihr habt noch Beispiele aus Unternehmen, allerdings beantwortet unter die Frage, was du jetzt schon nicht älter so sagen, wie man dann Gruppen klassifizieren kann, je nachdem, wie genau so das Kopfbuch man aus interessante Einsichten in die Frage. Ich glaube, die interessante auch eine Frage gewesen, wie jede Person zu ihrem Ergebnis gekommen ist. Es gibt unterschiedliche Strategien, ja. Aber ist das die einen haben Bauchgefühl, die anderen haben es mathematisch. Das ist was wir ganz, ganz toll jetzt in der Vielfalt noch diskutieren können. Christoph, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Zwei Worte noch. Du darfst deinen Satz zum Schluss sagen, dann sage ich meine zwei Sätze und dann machen wir Schluss. Bitte. Da sollte man kurz auf die letzte Seite gehen. Falls, in falsche Richtung. Wir haben, sieht man das ja, falls ihr Zeit habt, schaut auf www.net.de, wir brauchen Likes, das ist ein gefördertes Projekt. Und haben da gerade frisch unsere Facebook-Seite gemacht, unser Marketing-Name hat gemeint, bitte mach Werbung, das ist jetzt das du darfst keine Werbung für dich machen. Also der Gemeindezügerverein, also wenn es auf www.eu geht, beziehungsweise auf Klaus geht, kommt dann auch dorthin. Ein Like würde uns sehr helfen. Danke. Danke Christoph, ich glaube das ist okay. Ich darf Werbung für die IoT Austria machen, die das Ganze hier veranstaltet. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen, ihr wollt einmal selbst auf dieser Bühne stehen, dann bitte melden. Bitte sagen, worüber ihr gerne sprechen wollt, worüber ihr mit unserem Auditorium diskutieren wollt. Wir ordnen das dann in den Talks ein. Die IoT Talks finden einmal im Monat am ersten Mittwoch statt und die Themensetzung erfolgt meistens ein paar Wochen vorher. Also da wisst ihr dann auch, wann die Möglichkeit bestünde dafür. Und wer mehr über uns erfahren möchte, der schaut auf iot-austria.at. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Christoph und dem Erörtern der anderen Möglichkeiten, was man für Fragestellungen da noch einbringen kann. Danke vielmals, danke fürs Dasein, bis zum nächsten Mal.